Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass. Dieser Glitch funktioniert auf der PS4 und Xbox One. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einmal einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Teil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und in diesem Lager für persönliche Fahrzeuge muss das Auto stehen, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom oder den Easy aus der Arena Werkstatt. Die bringen bei solchen Glitches einfach am meisten Geld. Außerdem braucht ihr auch noch eine Basis mit mindestens einem LG, den ihr zum Überschreiben benutzen könnt. Es ist ganz wichtig, Leute, dass dieses Auto, was ihr zum Überschreiben benutzt, aus dem Internet stammt und kein Straßenfahrzeug ist. Deswegen bestellt euch einfach einen kostenlosen LG. Und ihr braucht auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nimmt freies Zielen. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, wollte ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal so richtig heftig zu verprügeln für diesen oberkrassen Money-Glitch. Ich würde mal sagen, dann fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in irgendeiner Online-Sitzung und seid in eurem Bunker. Seid in eurem Bunker, geht ihr zum euren MOC und betritt euren Anhänger. Seid ihr in eurem Anhänger drinne, steigt ihr in das Auto ein, was ihr euch duplizieren wollt. In meinem Fall ist es der Easy aus der Arena-Werkstatt und fahrt damit raus. Seid ihr draußen angekommen, fahrt ihn einfach zur Seite und stellt ihn einfach ab. Habt ihn einfach abgestellt, geht ihr aus dem Bunker einfach raus. Seid ihr draußen angekommen, müsst ihr zu eurer Basis. Sprich, ihr klaut euch einfach ein Straßenfahrzeug oder bestellt euch ein Fahrzeug vom CEO-Menü. Aber es ist ganz wichtig, Leute, dass ihr euch kein persönliches Fahrzeug bestellt, denn sonst macht ihr diesen Glitch kaputt. Seid ihr bei eurer Basis angekommen, geht ihr rein. Seid ihr drinnen angekommen, geht ihr zum Cola-Automaten. Seid ihr beim Cola-Automaten angekommen, sucht euch jetzt erstmal einen Freund oder hier einen anderen Mitspieler aus irgendeiner Community raus, der einen anderen Zielmodus hat. Wie findet ihr heraus, dass ihr einen anderen Zielmodus habt? Ganz einfach, ihr geht einfach auf sein Profil, geht auf Sitzung beitreten, so dass ihr die Meldung habt, wie ich hier Sitzung beitreten. Ihr geht auf Sitzung beitreten, dann lädt ihr unten erstmal die Meldung, ob ihr überhaupt sicher seid, dass ihr beitreten wollt. Wenn diese Meldung kommt, geht ihr nochmal auf diese Beitrittsmeldung und tritt nochmal bei. Wenn ihr einen anderen Zielmodus habt, müsst ihr sich jetzt die Meldung ändern in GTA. Denn jetzt müsst ihr da stehen, sind sie sich sicher, dass sie den Zielmodus ändern möchten. Wenn diese Meldung kommt, habt ihr jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus besitzt. Jetzt könnt ihr erstmal Kreis drücken, also nein, um die Meldung abzubrechen. Denn wir brauchen den erst später. Jetzt beschäftigen wir uns mit den Cola-Automaten, denn wir müssen uns gleich eine Cola kaufen und gleich ganz schnell auf die Optionstaste drücken, auf die Karte gehen und ganz nach oben gehen. Ich zeige euch erstmal kurz, wir müssen nämlich ganz nach oben gehen und zwar zu diesem Job und ihn dann gleich starten zu können. So, soweit so gut. Wir stellen uns erstmal beim Cola-Automaten erstmal richtig hin und zwar so weit wie möglich weg. Da zwar oben links noch die Meldung kommt, rechte Pfeiltaste, um eine Cola zu kaufen, aber dass ihr trotzdem ein bisschen mehr Zeit habt, denn der Charakter muss erstmal dahin gehen. Habt ihr euch ein bisschen weiter weggestellt, aber die Meldung ist trotzdem da, drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um die Cola-Dose zu kaufen, drückt ganz schnell die Optionstaste, geht auf die Karte, scrollt ganz nach oben zum Job und wartet, bis euer Charakter die Dose wegwirft. Ist euer Charakter kurz davor, die Dose wegzuwerfen, drückt die Viereck und X, um den Job zu starten. In meinem Fall kam jetzt eine Fehlermeldung, ist aber nicht schlimm, Leute, denn ihr macht es einfach jetzt nochmal. Stellt euch wieder richtig hin, drückt die rechte Pfeiltaste, um die Cola-Dose zu kaufen, drückt dann jetzt die Optionstaste, geht auf die Karte, scrollt ganz nach oben zum letzten Job, wartet, bis euer Charakter die Dose wegwirft, drückt Viereck, drückt X, um den Job zu starten. Wenn alles funktioniert hat, Leute, müsst ihr unten rechts jetzt stehen, Ladevorgang, aber ihr könnt euch noch bewegen. Jetzt rennt ihr zum euren LG. Seid ihr bei euren LG angekommen, steigt ihr ein. Sitzt ihr im LG, geht ihr wieder auf die Beitrittsmeldung vom Typen, der einen anderen Zielmodus habt und geht auf Beitreten. Hat sich die erste schwarze Meldung geladen, haltet jetzt R2 und X gedrückt. Haltet ihr die beiden Tasten gedrückt, lasst ihr jetzt X los, da kommt jetzt die zweite Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, drückt jetzt Kreis, danach kommt wieder eine Fehlermeldung, dass ihr den Job nicht beitreten konntet und drückt diese mit X. Ganz wichtig, Leute, währenddessen müsst ihr die ganze Zeit die R2-Taste gedrückt halten. Hat alles funktioniert, werdet ihr aus eurem Auto gespawnt, eure Minimap ist leicht verbuggt und wenn ihr kurz wartet, werdet ihr auch aus der Basis geschmissen. Ist das geschehen, bestellt ihr euch wieder über euer CEO-Menü ein Fahrzeug oder klaut euch ein Straßenfahrzeug und fahrt jetzt wieder zum Bunker. Seid ihr beim Bunker angekommen, geht ihr zu Fuß rein. Seid ihr im Bunker gejoint,
steigt in euren Easy und fahrt zum euren MOC und drückt dann die rechte Pfeiltaste, um reinzufahren. Ihr werdet jetzt eine Fehlermeldung bekommen, dass der Stellplatz schon belegt ist, denn der Easy ist jetzt eine Kopie. Ihr drückt jetzt einfach X, um das zu bestätigen, dass der originale Easy umgeparkt werden soll. Ihr könnt auch daran merken, dass es eine Kopie ist, dass sich das Nummernschild geändert hat. In meinem Fall ist es leider ein Easy, man sieht leider jetzt nicht das Nummernschild, aber es ist zum Beispiel ein LNG Retro Custom gewesen, hättet ihr sofort gemerkt, so hey warte, das ist ein anderes Nummernschild. Und daran könnt ihr auch erkennen, dass es eine Kopie ist. Und das war es eigentlich auch schon von diesem Glitch. Der Glitch ist wirklich total einfach und geht auch relativ schnell. Ihr könnt euer Duplikat jetzt einfach direkt verkaufen oder auch direkt weiter glitchen. In meinem Fall zeige ich euch jetzt, wie viel bei mir der Easy jetzt bringt, den ich jetzt mir dupliziert habe. Und zwar bringt der Easy bei mir knappe 1,7 Millionen Dollar. Und das für einen Aufwand von circa, lass mich jetzt nicht lügen, 5 Minuten, 6 Minuten, ist das schon ein richtig heftiger Glitch. Und vor allen Dingen, ihr könnt einfach die ganzen Garagen voll duplizieren und die Autos dann nach und nach verkaufen. Aber Achtung Leute, verkauft nicht zu viele Autos auf einmal, denn sonst bekommt ihr ein Verkaufslimit bzw. eine Verkaufsstrafe, dass ihr nicht mehr so viele Autos verkaufen könnt. Deswegen verkauft maximal so 6 Autos pro Tag, maximal. Weniger ist immer besser, seid ihr auf der sicheren Seite, dann wird euch auch nichts passieren. Aber ich würde sagen, das war's auch schon von mir. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat und euch auch weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr fetten Like fürs Video da lassen könntet. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, damit ihr keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen könnt. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.